Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland. Und heute gibt es mal wieder eine kleine Produktvorstellung. Und zwar habe ich hier schon mal das Paket. Ich habe mir wieder was gekauft. Übrigens immer von meinem Geld. Ich kriege nichts gesponsert. Das heißt, das ist keine Werbung hier. Keine bezahlte Werbung und ich mache auch keine Werbung dafür. Ich will die Produkte einfach nur testen für euch. Ich kann mir zwar nicht so viel mehr holen, aber ein bisschen was ab und zu ist noch drin. So, das erstmal dazu. Was das ist, verrate ich euch jetzt noch nicht. Und von welcher Firma das ist. Das seht ihr dann gleich im Video. Ich habe es sehr, sehr günstig geschossen. Normalerweise kostet das so um die 30, 35 Euro. Und ich habe es jetzt ein bisschen günstiger gekriegt. Für knapp 15 Euro. Also wenn das Video rauskommt, wird es das für 15 Euro nicht mehr geben, denke ich mal. War aber kein Black Friday Angebot, also das gleich mal vorweg. So, dann fangen wir mal an mit dem Unboxing. Also als erstes steht hier drauf auf der Seite, Made in China. So, ich pack das jetzt mal aus. Und schwuppdiwupp kommt mir ein Sack entgegen. Ein schön weicher Sack vor allen Dingen. Kein dünnes Meshgewebe, sondern schon was etwas dickeres. Auch gepolstert irgendwie, hat man das Gefühl. Und was hole ich da raus? Ja, was hole ich denn da raus? Sieht erstmal aus wie eine Blechkiste. So. Ich zoome das gleich rein. Da drin ist ein Fuß. Zwei kleine dünne Bleche. Eine schräge Blech, eine Schraube, die legen wir hier hin, dann das Ganze einmal nach hinten rausziehen, dann haben wir hier noch eine Schraube. So, was wird das jetzt? So, ich zeig's euch, und zwar, ich hoffe, ich baue es jetzt richtig zusammen. So. War das jetzt richtig? Ich glaube schon. Ja. Dann drehe ich das Ding einmal so rum. Dann kommt das hier. Halt, jetzt müssen wir hier ein bisschen fuppeln. Eine Schraube hier hinten rein. Wahrscheinlich könnt ihr es jetzt schon erahnen, was es werden soll. Das muss hier schön festgeschraubt werden. So, das ist Nummer 1. Jetzt kommt das schräge Blech für hier. Und zwar habe ich den jetzt gerade wieder falsch rum zusammengebaut. Glaube ich. Na, mal gucken. Nein, ist richtig rum. Dieses Blech, schräge Blech, einmal auf die Seite hier. Ist ein bisschen fummelig. Aber ich habe ihn jetzt schon zu Hause einmal ausprobiert, aufbauen. So, jetzt muss ich gucken. Ja. So sieht das Ganze jetzt aus. So sieht es von der Seite aus. So sieht es von der Seite aus. So sieht es von der Seite aus. Und so sieht es von der Seite aus. So. Jetzt haben wir aber noch hier diese beiden Blättchen. Was könnte das sein? Ich weiß es. Es ist ein Topfkreuz. Das kommt jetzt einmal so. Jetzt muss das nur noch richtig arretiert werden. So. Und darauf kommt gleich. So, irgendwie habe ich das. Ach, der Tisch steht schon wieder schief. Ja. Ich muss das Ganze mal umdrehen. So. Dann steht er nämlich gerade. So, und was ist das jetzt? Das ist ein Lixala-Raketenofen. Ich hoffe, dass er funktioniert.
meine, ich habe jetzt nicht viel Geld für bezahlt, also von daher verzeiht mir das. Oh. Und wie ihr seht, ich habe jetzt nur ein bisschen Brennspirit zum Anheizen genommen, weil ich gerade nichts anderes hier habe. Und wie ihr seht, der Raketenofen macht seinem Raketenofen-Image alle Ehre. Der heißt wirklich wie verrückt. Also, das ist Wahnsinn. Jo, ich habe die jetzt nochmal aufgebockt. Der Tisch wurde zu heiß. So. Also für das Geld macht er, was er soll. Jetzt gerade hier. Er heizt wirklich gut. Verbrennt auch ziemlich raucharm. Ein bisschen viel Ruß hat er. Aber es könnte auch an meinem Holz liegen. Das Wasser ist wahrscheinlich schon dreimal am Kochen. Man kann das Holz jetzt immer schön von hier unten nachschieben und der ist immer noch leicht am Brennen und das reicht aus, um was zu kochen drauf. Ich meine, jetzt ist das in der Pfanne wäre vielleicht besser jetzt oder ein größerer Topf, aber ich sag mal, es funktioniert, wie es funktionieren soll. Das Einzige habe ich noch nicht rausgekriegt, wie ich die Asche nachher rauskriege unten raus. Das muss ich nochmal ausprobieren. Das ist ein bisschen heiß, der. So. Hab mir jetzt auch nicht die Finger verbrannt. Und wie ihr seht, die Flammen schlagen immer noch schön raus. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen nachschieben. Jetzt geht es so langsam aus. Aber er kommt eine Hitze raus. Also er verbrennt wirklich ganz gut. Ja, wie man sehen kann, der Ruß geht schnell ab. Das heißt, das war wirklich nur am Anfang. Hat sich auch nicht eingebrannt. Ich gehe einmal mit der Handschuhe rüber und schon sind sie wieder sauber. Haben sich ja jetzt halt verfärbt, weil es Edelstahl ist. Durch die Hitze. Nochmal. Also, ich habe den jetzt getestet. Der ist gut. Zum Preppen geeignet. Fluchtrucksack ungeeignet. Zu groß, zu schwer. Zum Preppen ideal, weil relativ kleines Packmaß kann man sich irgendwo in irgendeinen Schrank oder so in der Ecke packen. Und wenn dann mal eine Krise kommt und ihr habt ein bisschen Holz, er raucht nicht so stark oder fast gar nicht eigentlich, nur am Anfang so ein ganz kleines bisschen. Wenn ihr dann keinen Gaskocher mehr habt oder wollt Gas sparen und habt ein bisschen Holz da, könnt ihr damit auch kochen. Jetzt nicht wer weiß was, aber zum Beispiel Ravioli im Topf warm machen, das geht dann damit schon mal. Ja, das war es dazu jetzt erstmal. Ich werde den jetzt noch weiter testen und so ein bisschen die eine Kante noch mal ein bisschen gerade biegen und so. Verarbeitung ist relativ gut für das Geld. Ja, ich glaube, das war es jetzt so ziemlich. Ja, noch was. Ich habe gerade gesehen,
70% meiner Leute, die die Videos angucken, haben nicht abonniert. Abonniert doch bitte meinen Kanal. Ihr braucht ja auch nicht die Glocke drücken, aber abonniert ihn bitte. Weil das hilft mir weiter. Ihr könnt weiter kostenlos Videos von mir gucken und euch kostet es kein Geld und deswegen macht es einfach. Und je mehr Abonnenten ich habe, desto mehr Spaß habe ich auch dran. Weil sonst irgendwann, ich stagniere jetzt nur noch hin und her und dann werde ich irgendwann vielleicht auch nur noch alle 4 Wochen ein Video machen. Weil das soll ja bei mir ein Hobby sein und ich knall jetzt jede Woche fast ein Video raus. Das ist schon ganz schön anstrengend, Leute. Das Schneiden kostet Geld, vor allem Zeit. Zeit ist das Problem. Jetzt hatte ich das Problem, dass mein Computer und meine Daten kaputt waren schon wieder mal, weil mir einfach das Equipment fehlt. Naja, das war das dazu. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, drückt die Glocke, abonnieren, liken, disliken, wie auch immer. Und tschüssikowski, euer Holger.